Der Wendler, der Freund von der Freundin vom Wendler. Selbsternannter German King of Pop und Macho. Der Wendler ist eine geile Sau, sagt der Wendler. Für das Level an Selbstvertrauen hat Kanye West erst 4 aufeinanderfolgende Nummer 1 Alben gebraucht. Schlagzeilen mit Musik macht der Schlagerstar schon lange nicht mehr. Umso mehr aber mit seiner 28 Jahre jüngeren Freundin. Gerade Trash-TV-Sender sind begeistert. Ich finde hier alles raus. Die beiden polarisieren aber nicht nur durch ihren Altersunterschied, sondern auch durch ihr Protzleben in Florida. Schulabbrecherin Laura schenkt ihrem Freund ein Auto. Warum machst du das? Weil ich dich so sehr liebe. Riesenaufregung in den Medien, Parodie von Oliver Pocher und sogar Musiker haben sich dran abgearbeitet. Baby, ich liebe dich. Warum machst du das? Den Hype machen der Wendler und seine Laura zu Geld. Auf RTL läuft jetzt die Doku Total verliebt in Amerika an. Na Schatz, Baby. Ich hab dich vermisst. Warum der Wendler inzwischen zur ultimativen Kunstfigur aufgestiegen ist und was das mit Lothar Matthäus und Boris Becker zu tun hat, jetzt. Der Wendler heißt eigentlich Michael Norberg und ist 1972 in Dienstlaken im Pott geboren. Als gelernter Speditionskaufmann will er Ende der 90er Jahre im Schlagerpop durchstarten. Der Durchbruch gelingt ihm erst nach 6 Jahren Dorffestauftritten. Tja, Liebe geht nicht nur durch den Magen, sondern mit einem Subwoofer durch den gesamten Darmtrakt. Früh polarisiert der Wendler mit Macho-Sprüchen. Er hat weibliche Fans, aber vor allem auch viele Hater. Sein Management findet super. Es gibt die eine Hälfte, die einen liebt, die andere, die einen hasst. Im besten Fall ist das Verhältnis so 60-40. Ein paar mehr sollten einen hassen. Das führt zu mehr Gesprächsstoff. Tja, der Wendler hat nun mal im Chemieunterricht aufgepasst. Hass plus Liebe. Gesprächsstoff. Aber tatsächlich, die Klatschpresse bekommt gar nicht genug vom Wendler. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es ohne mich nicht geht. Zumindest schlagzeilentechnisch. Dann aber jagt ein Negativbericht den nächsten. Plattenfirma der Nochfrau pleite, Stress mit Finanzämtern, Gestüt macht miese. Die Aufmerksamkeit ist dem Wendler plötzlich zu viel. Mit der Familie haut er ab nach Southwest-Florida. Die Deutschen vernichten ihre Helden. Ja. Und das ist unfassbar. Das geht eigentlich gar nicht. Weil wir sollten stolz darauf sein, wenn es einer geschafft hat, wenn einer was für Deutschland tut oder wenn einer vielleicht auch über die Grenzen hinaus bekannt ist. Nein, statt dessen haut man drauf, bis er tot ist. Das Interesse am Wendler ist dann zurückgegangen. Zu allem Überfluss geht 2018 auch noch die Ehe in die Brüche, nach 29 gemeinsamen Jahren. Ich würde sagen, lass uns einmal drüber reden und dann hast du es hinter dich gebracht. Kurz danach erscheint eine 18-jährige Schülerin aus Sachsen-Anhalt auf der Bildfläche. Laura, mein Name ist offensichtlich ausgedacht, Müller. Michael ist mein erster Freund in allen Dingen. Für den einstigen Schlagerstar ist sie das Ticket zurück in die Headlines. Nach dem Auftritt beim Sommerhaus der Stars und Lauras Playboy-Abenteuer läuft jetzt die Doku Total verliebt in Amerika an. Dazu gibt's Laura bei Let's Dance zu sehen. Wer Medien nutzt, kann sich dem Wendler nicht mehr entziehen. Das ist so, weil sich der Typ zur maximalen Reizfigur gemacht hat. Erster Punkt. Teenie-Freundinnen als gesellschaftlicher Tabubruch. Altersunterschied, sowas zieht immer. Sehen wir zum Beispiel an Richard Lugner. Der ist stinkreich und hat ganz viel in Wien rumgebaut. Heute sind die jungen Freundinnen der einzige Grund, warum irgendwer noch über den spricht. Reicher Opa, junges Model, das totale Klischee. Da will jeder wissen, was wirklich abgeht. Und Lugners damaliges Spatzi so, mir ist dein Geld egal, Liebe kennt kein Alter. Spatzi hat ihren Schatzi geheiratet und Ehe aus nach 809 Tagen. Gefolgt von Enthüllungen. Mein Ex-Mann hat nie gefragt, wie es mir geht. Echte Liebe. Das, wovon Freud sagt, dass das jeder mit seiner Mutter haben will. Und wir bekommen das ganze Wendler-Drama mit, weil Macho-Typen der Öffentlichkeit ihre Freundinnen gern zur Schau stellen. Paradebeispiel auch Lothar Matthäus. Mit 41 hat er sogar mal eine 17-Jährige gehabt. Erstens bin ich selbst jung geblieben und zweitens ist sie viel reifer. Und drittens darf sie dann mit dem Mutti-Zettel auch länger im Club bleiben. Aber der Lodder ist auch Vorreiter in einer weiteren Wendler-Eigenschaft. Plumpe Männlichkeit. Es geht darum, sich mit Frauen ins Gespräch zu bringen. Lothar hat das früh begriffen. Sehr früh. Wir haben uns nicht mehr richtig verstanden und dann waren wir 2 Monate mal Pause und danach haben wir uns wieder umso besser verstanden und jetzt sind wir verheiratet und sind auch glücklich. Jo, da wäre ich auch glücklicher mit meiner Frau, wenn ich sie 2 Monate nicht sehe. Ha, kennste? Aus seiner Offenheit hat Lothar ein Geschäftsmodell gemacht.
Wir begleiten den heutigen Fußballtrainer und seine Freundin mit der Kamera durch ihren Alltag. Lothar, immer am Ball. Die Doku-Soap ist 2012 am späten Sonntagabend auf Vox gelaufen. 6 Folgen Machotum. Nein, keine Strumpfhosen. Hosen? Soll ich dir sagen, warum? Keine Strumpfhosen? Stilbruch. Wie streng. Ja, aber es ist Zucker. Ja, ist egal. Wer schön sein will, muss leiden. In der Macho-Welt sind Frauen Objekte. Wie bei dicken Autos geht's ums Prestige. Man muss zeigen, was Frau hat. Sie hat eine sexy Figur, hat tolle Merkmale, wo die Männer auch hinschauen. Das stört mich nicht. Die Männer sollten sie angucken. Das macht mich eigentlich stolz. So lassen sich auch Wendlers neuere Musikvideos erklären. Die volle Ladung Machotum ins Gesicht, Unterhemd, Freundin in Hotpants, Motorrad, sexy Blick, Klischee-Bingo. Warum spielen die Frauen damit? Lothar hat mal über seine damals 20-jährige Freundin Liliana gesagt, sie hat die Glitzerwelt geliebt. Als wir uns kennenlernten, fuhr ich einen Audi R8. Das hat ihr schon imponiert. Ja, der erfahrene Lothar zeigt der kleinen Liliana nach Eigenaussage die Welt. War ja alles neu für sie. Sie kam aus ganz anderen Verhältnissen. Beschaulich. Findet sich auch so 1:1 beim Wendler und seiner Laura. Villa in Florida, schlägt Schule in Stendal. Und wenn ich hier bin, irgendwie das Leben so total Sinn und irgendwie bin ich auch die ganze Zeit am Grinsen und alles ist so schön und ich genieße jede Sekunde, also es ist unglaublich. Und was der Ludder und der Wendler noch teilen, das Gefühl fehlender Wertschätzung in der Heimat und die damit verbundene Gekränktheit. Ich kenne kein anderes Land, das so übel mit seinen Idolen umgeht. In Deutschland will man keine Helden. Die gleiche Masche wie beim Wendler also. Dabei ist das doch Quatsch. Deutschland will Helden. Fallen sehen. Sehen wir so an Boris Becker. Nach seiner Karriere hat er das High Life genossen und sich zum Pokerstar erklärt. Becker spielt mit seinem Gegner und versucht ihn mit seinem eindringlichen Blick zu lesen und zu verunsichern. Sagenhaftes Blatt wieder. Sagenhaft. Die Becker-Sage. Seit Wimbledon allerdings eine einzige, nie gelungen Sage. Dann kommt 2017 das Insolvenzverfahren auch noch gegen ihn. Seine Schulden sollen sich auf über 60 Millionen Euro belaufen. Gefundenes Fressen für die Presse. Gericht erklärt Boris Becker für pleite. Becker wollte Haus seiner Mutter mit Hypothek belasten. Monatelang haben die Medien das Drama ausgeschlachtet. Die verwahrloste Finca auf Malle verkauft. Die Wimbledon-Trophäen zwangsversteigert. Becker begreift sich in diesem Prozess als Person des öffentlichen Lebens. Es hagelt Insta-Stories, Tweets und Interviews. Ich habe keine S-Klasse mehr, ich habe keinen Elfer mehr, aber das Leben geht komischerweise weiter und ich bin da wohl nicht der Einzige, der mit diesen schönen Autos nicht durch die Straßen wandert. Auch der Wendler hat große finanzielle Sorgen und angeblich Schulden in Millionenhöhe. Wie Becker nutzt auch er das, um sich öffentlich in Szene zu setzen. Mein Konto ist schon wieder abgebrannt, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Die Presse hat so auf jeden Fall auch ein Langzeit-Klick-Thema, das für den Wendler sogar ernst ausgehen kann. Die Bild schreibt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung drankriegen will. 6 Monate auf Bewährung sind möglich. Hier schwingt also sogar schon ein Hauch Uli Hoeneß mit. Großer Unterschied aber bei allem, Lothar Matthäus ist Weltmeister und Rekordnationalspieler. Boris Becker ist jüngster Wimbledon-Sieger ever. Richard Lugner versteht zumindest was vom Geschäft. Das sind gesellschaftlich anerkannte Leistungen. Tja, und der Wendler? Der kann nix so richtig. Und darum nimmt man ihm sein Gebaren halt manchmal auch übler als dem Lodder, dem Bobbele oder dem Mörtel. Was meint ihr? Oder ist das alles nur einfach? Egal. Hallo, ich bin's, euer Wendler. Natürlich habe ich auch den Valunis seine Videos abonniert, weil ich alles anschaue, wo es um mich geht. Wisst ihr, wen sie noch viel mehr liebt als den DJ? Die Glocke. Deshalb solltet ihr auch drücken.